kopieren wir auch gleich. So, weil der Weg hier hinter doch ganz schön weit ist. Dann eine hier. Ja, brauchen wir auf jeden Fall noch eine hier. Eine hier. Und dann wieso fährt der auf der Straßenbahnlinie? So, soll ich sie gegenüber machen oder nicht? Bah, das ist echt. Doch, ich mach's gegenüber. So. Und so. Da vorne ist der halt. Dann fahren wir hier hoch. Na. Ach komm. Ja, doof. Ja, dann setzen wir sie hier hin. So, dann weiter hier hoch. Das ist fast ein bisschen da. Hier. Dann hier. Hier. Und hier hoch fahren wir auf jeden Fall auch schon mal. Ich kann jetzt hier nur an der Ecke keine hinsetzen, das ist blöd. Doch hier. Die Gruppierung möchte ich nicht. Möchte die mit der, wenn wir dann weiter hochfahren, die Straße ja länger wird, dass die Leute dann hier umsteigen können. So, dann fahren wir hier runter. Dann hier. Hier. Shit, hier kriege ich keine hin. Ja, auch nicht. Oh. Erst hier. Scheiße. Naja, hier muss auf jeden Fall eine hin. Hier kommt eine hin. Hier, weil die andere Linie dann da hochfährt und dann hier reinfährt, dass die Leute dann umsteigen können auf jeden Fall. So, und dann hier. Und das ist naja, das müsste auf jeden Fall aber hinhauen. So, also dann haben wir die Linie. Also die fährt hier los. Fährt hier hinten rein, kommt wieder raus. Hier hoch, hier lang, hier lang. Dann würde ich sie fast hier reinfahren lassen. Hier durch und hier wieder zurück. Ich glaube, das machen wir auch. Auch wenn es vielleicht ein bisschen hirnig ist.
Aber wurscht. So, also die kommt dann hier runter, dann fährt sie hier rein. Mal hier ein Stopp und hier ein Stopp. Und dann halt mal. Oh, ist das ätzend. Naja, okay, dann halt mal hier. Hier. Und hier. Könnte man natürlich noch überlegen, ob man die zwei gruppiert, weil wenn jetzt von da hinten einer kommt, der da runter will, der könnte dann hier umsteigen. In die Linie. Wobei das Quatsch ist. Die Gruppierung macht, glaube ich, mehr Sinn. Wobei wir können ja die auch noch dazu nehmen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So. So, das soll es dann erstmal gewesen sein für heute. Heute Nachmittag oder morgen eventuell geht es dann weiter mit unserer Straßenbahn-Exkursion. Vielen Dank fürs Zusehen und wir hören und sehen uns wieder. Ciao.